Ja, gut, okay. Jetzt kann ich loslegen. Erstmal ein Dankeschön an die Wupper District Pipe Band. Ihr werdet sie heute Abend noch öfter sehen und hören. Sie ziehen immer wieder zwischen den einzelnen Bands auf und wieder ab. Ich möchte euch alle herzlich begrüßen, heute mal bei nicht irischen Temperaturen wie in den letzten Jahren. Wir haben es schön warm und wir haben auch echt genug zu trinken. Ihr dürft zulangen. Begrüßen möchte ich euch alle im Namen der Jungen Kultur Steinheim. Die Junge Kultur Steinheim hat sich vor über 20 Jahren gegründet, um einfach mal ein bisschen was anderes hier in Steinheim zu machen. Und mittlerweile reicht auch unser Repertoire von Kunstausstellungen irgendwo im Wald oder in der freien Natur, Heavy-Metal-Abende, Kabarettabende, Märchenabend für Erwachsene oder sowas wie letzten Monat Reggae in Hanfeld. Wir machen viel, wir machen bunt und wir machen ganz bestimmt nicht langweilig und ich freue mich, dass immer mehr Leute zu unseren Veranstaltungen finden. Vor 20 Jahren, als wir unseren ersten irischen Abend hatten, waren es gerade mal 20 Leute im Keller vom Jugendheim. Ja, Marc erinnert sich. Ja, dieses Mal haben wir es alles ein bisschen größer, größere Bühne. Wir haben eine Tombola, um das Ganze auch noch ein bisschen mitzufinanzieren. Haben super tolle Preise, da müsst ihr gleich hier vorne mal schauen. Dank der Steinheimer Geschäftswelt könnt ihr ganz viel mit nach Hause nehmen für eure Lose. Und wir haben uns in diesem Jahr einen Traum erfüllt, und zwar T-Shirts. Hier vorne ist der Merchandising-Stand, da könnt ihr T-Shirts und Sweatshirts, Jacken und ähnliches erwerben. Super schön als Erinnerung. Oder wenn es kalt wird, gibt es da heute Nacht auch Decken. Ja, das Ganze habt ihr ja gemerkt, ist umsonst und draußen. Und damit das überhaupt umsonst funktioniert, haben wir ganz viele nette Sponsoren, die uns da unterstützt haben. An dieser Stelle erstmal an alle Sponsoren ein ganz dickes Dankeschön, weil sonst wären solche Veranstaltungen nicht möglich. So, dann habe ich noch eine Programmänderung anzukündigen. Einige haben es vielleicht schon aus der Zeitung erfahren, die Mount-Homers können leider heute nicht auftreten, weil ein Bandmitglied schwer erkrankt ist und wir freuen uns, dass Jan trotzdem da ist. Aber nichtsdestotrotz wird aus dem Singen diesmal nichts. Wir haben aber hier vorne am Fork for Friends Stand eine CD, die käuflich erworben werden kann, Minstrel Boy, für 10 Euro. Begleitet von den Mount-Homers. Wer jetzt extra wegen den Mount-Homers gekommen ist, nehmt euch eine kleine Erinnerung mit. Das Ganze ist an Luke Kelly erinnert, Sänger der Dubliners. Und es gehen sämtliche Gewinne dieser CD als Spende an die Hirntumorforschung in Heidelberg. Und wer jetzt die Musik toll findet und dieses tolle Projekt und wichtige Projekt unterstützen möchte, der mag doch da vorne eine CD erwerben. So, und jetzt möchte ich den Uwe bitte nochmal auf die Bühne bitten. Wir wollten zusammen singen. Das ist eine kleine Überbrückung. So, mach dir das mal über. Ja, hallo zusammen erstmal. Ich bin einer von den Mount-Homers, die heute Abend nicht auftreten. Ich singe jetzt auch nicht, keine Bange. Aber ich habe eigentlich den Grund gesucht, dass ich doch auf dieser Bühne stehe. Dann, damit ich sagen kann, ich war in Steinheim auf Folk for Friends auf dieser tollen Bühne, die das erste Mal eben nicht so ein Kasten ist. Und es ist einfach schön hier. Jan, soll man nicht doch spielen? Nein. Die Mount-Homers sind ja sehr viel in der Presse, außergewöhnlich viel in dieser Presse angekündigt worden. Und ich denke mal, oder hoffe eigentlich, habe den sehnlichsten Wunsch, dass der eine oder andere vielleicht doch ausschließlich wegen dem Mount-Homers hier hingekommen ist. Ist bestimmt so. Da hinten sehe ich nicken. Ist so. Und ich glaube, es ist selbstverständlich, dass ich unseren Fans eine Erklärung abgebe. Eigentlich hat Marita schon alles gesagt. Jan ist schwer erkrankt, kann also nicht auf die Bühne. Und die Mount-Homers sind Heinz, Uwe und Jan. Und wenn einer von den dreien fehlt, und in diesem Falle ist es Jan, dann treten wir nicht auf.
Das ist aber nicht endgültig. Und ich sag mal, nächstes Jahr versucht es mal wieder. Ich denke, nächstes Jahr sind wir wieder da. Ich wünsche euch heute Abend auch wunderschöne Musik. Ich denke mal, das ist so. Die ersten haben wir ja schon gehört. Viel Spaß, auch ohne die Mount Thomas. Ich möchte aber ganz gerne noch einen Toast auf Jans Genesung aussprechen. Ich hoffe, ihr habt alle was zu trinken dabei. Und? Und auf Irisch heißt das Sláinte. Und Sláinte heißt auch Gesundheit.